Im zweiten Teil der Serie über das Naturrecht, dem höchsten Recht überhaupt, gehen wir auf einige rechtliche Fragen in der Geschichte und Gegenwart ein. Fragen, die inzwischen geklärt scheinen, Fragen, die noch nicht geklärt sind. Wir wollen einfach einmal ein bisschen schauen, was ist denn noch an Fragestellungen offen? Überlegen wir uns mal. Es gab 14. Juli 1933 ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Dort steht in Paragraph 1 Absatz 3: Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet. Angenommen, dieses Gesetz käme jetzt nicht von den Nazis, sondern würde ganz regulär vom österreichischen Parlament beschlossen werden. Mit Zweidrittelmehrheit, damit es in Verfassungsrang ist und nicht von irgendwelchen völkerrechtlichen Verträgen gekippt werden kann. Für die Genauen unter uns sagen wir jetzt, diese völkerrechtlichen Verträge wurden vorher auch noch abgeschafft, Menschenrechtskonventionen entratifiziert. Der Gesetzgeber wollte aus irgendwelchen Gründen, dass das hieb- und stichfest ist, wäre so ein Gesetz gültig. Nehmen wir die Menschenrechte. 1948 findet sich im Artikel 3 der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 2 Jahre später, 1950, findet sich im Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention: Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Niemand darf absichtlich getötet werden, außer durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist. 1948 hatte der Mensch weltweit noch ein Recht auf Leben. 1950 hatten die Menschen in Europa nur mehr ein eingeschränktes Recht auf Leben. Der Staat hat das Recht bekommen, Gesetze zu beschließen, mit denen das Recht auf Leben aufgehoben wird. Was ist in der Zeit von 1948 bis 1950 passiert? Es gibt im Grunde nur 2 Möglichkeiten. Entweder das Wesen der Menschen hat sich in diesen beiden Jahren weltweit geändert. Die Menschen haben jetzt nicht mehr das Recht auf Leben. Und die Europäer waren halt die ersten und die schnellsten, die eine neue Menschenrechtskonvention gebastelt haben, die diesen neuen Fakten Rechnung getragen hat. Oder aber die Europäer haben sich irgendwie vom Rest der Menschheit abgespalten, sind jetzt eine eigene Art von Menschen und für die gilt das Recht auf Leben jetzt nicht mehr. Die Frage ist, was gilt? Es ist noch eine zweite Frage. Was hat es mit diesen Menschenrechtskonventionen eigentlich auf sich? In der Schule lernen doch alle Kinder, Menschenrechte sind angeboren und unteilbar. Warum muss man etwas, das angeboren und unteilbar ist, erst ratifizieren? Schließt die Möglichkeit, dass etwas ratifiziert wird, nicht die Möglichkeit mit ein, dass es wieder entratifiziert wird? Wie kann etwas abgeschafft werden, das angeboren und unteilbar ist? Geht das rechtlich? Offensichtlich scheinen einige der Meinung zu sein, dass das geht. Mittelalter. Dort wurden Hexen verbrannt. Waren Hexen Kriminelle? Immerhin, die Schuld der Hexen ist ja von Gerichten in einem ordentlichen Verfahren festgestellt worden. Wer sich ein bisschen dafür interessiert, wird feststellen, die Strafprozessordnung des Mittelalters war ziemlich ausgefeilt. Es war ein ziemlich ordentliches Regelwerk im Sinne von, es hat sehr genaue Regeln gegeben, nach denen das abzulaufen hat. Kann man jetzt also sagen, wenn das Verfahren ordentlich war, dann waren auch die Urteile richtig und die Hexen waren tatsächlich Kriminelle. Zur Zeit der Sklaverei. Wie schaut es da aus? Waren Sklaven wirklich Eigentum? Waren Sklavenbefreier Kriminelle? Immerhin, die Sklavenbefreier haben ja die Eigentümer der Sklaven an ihren Eigentum verletzt. Ich habe in den letzten Videos bereits gesagt, Sklaverei geht nach den Regeln des Naturrechts nicht. Aber schauen wir mal, es gibt heute noch Sklaverei
und Sklaverei-ähnliche Dinge, wird aus Sklaverei plötzlich keine Sklaverei mehr, nur weil man das Ganze Dienst oder Pflicht nennt. Ist das Wesen der Sklaverei nur darin begründet, wie es heißt, oder ist es generell verboten? Zurück wieder zur Nazizeit. Dort gab es eine Verordnung gegen Volksschädlinge. Dort steht, wer vorsätzlich unter Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse eine sonstige Straftat begeht, wird unter Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren, mit lebenslangem Zuchthaus oder mit dem Tode bestraft, wenn dies das gesunde Volksempfinden wegen der besonderen Verwerflichkeit der Straftat erfordert. Diese Bestimmung gibt Richtern praktisch unendliche Handlungsvollmacht. Es ist gespickt mit Wischiwaschi-Aussagen, mit derart allgemeinen Begriffen. Ist es zulässig, in Gesetze so weit gefasste Bestimmungen reinzuschreiben? Wie kann man sich gegen etwas verteidigen, das so unbestimmt, so weit gefasst ist? Gibt es heute auch noch sowas? Nur ein Beispiel. Im österreichischen Recht gibt es eine Passage im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch im Paragraphen 879 Absatz 1 AbGB steht: Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Was sind gute Sitten? Natürlich haben sich die Juristen da richtig ausgetobt und jede Menge Werke dazu geschrieben, wie das genau zu verstehen ist und wo da die Grenzen sind, aber es bleibt die Tatsache, im Gesetz steht, ein Vertrag, der gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Und gute Sitten sind etwas höchst Subjektives. Müssen wir es wirklich hinnehmen, dass die persönliche Meinung einiger Juristen, die einen gewissen Status innerhalb der Juristengemeinde erreicht haben, dass die persönliche Meinung über gute Sitten von diesen Leuten darüber entscheidet, ob unsere Verträge für nichtig erklärt werden? Kann das wirklich sein? Die Juristen nennen das Ganze übrigens Generalklausel. Ich nenne das schwammige Formulierung. Und die Frage ist, gibt es irgendetwas, das uns vor schwammigen Formulierungen schützt? Oder müssen wir uns da der Willkür des Staates unterwerfen? Ist Chelsea Elizabeth Manning eine Verbrecherin oder eine Heldin? Wer es nicht weiß, Manning hat ein Video an WikiLeaks weitergeleitet, das eine amerikanische Militäraktion zeigt, die mittlerweile ziemlich umstritten ist. Auch da könnte man sagen, ja, sie hat nur das Recht auf Informationsfreiheit gewahrt. Sie wird von vielen Leuten als Heldin betrachtet. Was stimmt jetzt wirklich? Es gibt ebenfalls etwas völlig normal in unserem Rechtssystem, das nennt sich Immunität. Parlamentarier zum Beispiel genießen Immunität. Die Frage ist, mit welcher Begründung? Gilt das Recht nicht für alle gleich? Wir wissen doch, Recht gilt für alle gleich. Das ist eine der Grundprinzipien des Rechts. Kann man da einfach so ein Gesetz beschließen, mit dem bestimmte Menschen rechtliche Immunität bekommen? Wenn es eine der Grundprinzipien des Rechts ist, dann müsste eigentlich das Gesetz schon von sich aus nicht gültig sein. Schauen wir mal. Bei Sklavenbefreiern und Widerstandskämpfern gegen das Naziregime, da hat die Geschichte gesprochen. Im Nachhinein wurde allgemein anerkannt, dass die Umstände rechtswidrig waren. Die Gesetzesbrecher waren keine Kriminellen, das waren in Wahrheit die rechtstreuen Bürger. Die damaligen Gesetze waren falsches Recht. Hexen, die werden heute wieder verbrannt. In Afrika hauptsächlich, aber auch in Saudi-Arabien werden Leute wegen Zauberei getötet. Und auch die Organisationen, die damals verantwortlich für diese Hexenverbrennungen waren, existieren heute immer noch. Bei Manning hat die amerikanische Justiz scheinbar auch ein Urteil gefunden. Manning sitzt im Gefängnis. Die Frage, die sich also stellt, ist, wie können wir heute überprüfen,
ob es sich bei dem Gesetz um wahres, echtes Recht handelt oder um falsches Recht. Gibt es überhaupt so eine Antwort oder sind wir dazu verdammt, im ethischen Relativismus herumzuirren? Es gibt Antworten und diese Antworten sind wahr. Die erste dieser Antworten ist ein bisschen weniger wissenschaftlich, ich bringe es ja mal gleich. Im nächsten Video geht es dann um die ganz richtige Antwort, um das Naturrecht, aber jetzt erstmal eine eher intuitive Antwort. Es gibt Intuition und Gewissen und wir wissen, jedes Gesetz wird mit staatlicher Gewalt durchgesetzt. Das heißt, man muss sich einfach nur eine Frage stellen. Würde ich bei einem Verstoß gegen ein Gesetz es auch von einer einzelnen Person, die keine militärischen Truppen an seiner Seite hat, diese Gewalt akzeptieren? Man kann sich das leicht vorstellen. Ein Verbrecher, der einen Raub begeht, würde der seinem Opfer, wenn es sich wehrt, einen moralischen Vorwurf machen? Wohl eher nicht, weil es ist klar, wer hier Unrecht begeht und wer im Recht ist, wer sich wehren darf. Beim Staat ist es nicht so einfach. Da muss man sich wieder fragen, beuge ich mich dieser Gewalt jetzt nur deswegen, weil der Staat halt bewaffnete Leute schickt, die Staatsmeinung durchsetzen mit Gewalt? Oder sehe ich das ein? Ja, der Staat schickt zu Recht diese Leute und zwingt mich jetzt dazu, dieses Gesetz zu befolgen. Im ersten Fall, wenn ich mich nur beuge, weil der Staat halt stärker ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass hier falsches Recht durchgesetzt wird. Dann handelt es sich um nichts anderes als das Recht des Stärkeren und das ist genau gar kein Recht. Diese Fragestellungen, die wir jetzt da aufgebracht haben, zeigen schon, dass wir Regeln brauchen. Rechtliche Regeln, die uns sagen, wie diese Fälle entschieden werden müssen. Da kommen wir nicht herum und diese Regeln dürfen nicht beliebig sein. Im nächsten Video werden das Naturrecht und seine Prämissen begründet. Wir werden auch einige der oben gestellten Fragen beantworten und deswegen bis gleich.